Das Video zum Driften. Wie fängt man an? Wie lernt man Driften? Erfahrt ihr in diesem Video. Warum ich euch das Video erkläre, ist, weil der Palak dort hinten sitzt. Ihr wisst ganz genau, wie viele Automobile er zerstört hat. Блядь, курва, нахуй! Пиздец, курва, блядь, поляк, нахуй! Und damit es euch nicht passiert, lernen wir gemeinsam in diesem Video, wie man unfallfrei, effizient, schonend mit eurem Automobil schnellstmöglich das Driften lernt. Alles, was ihr dazu benötigt, ist ein Automobil, in unserem Fall am besten mit Heckantrieb, und einen Fahrer, der möglichst unerfahren ist. Denn für Unerfahrene ist genau dieses Video oder für alle Kameraden, die das Driften schnellstmöglich lernen wollen. In unserem Fall, Kameraden, haben wir BMW E36, in unserem Fall F36, Osborne Fighter, stinknormaler E36 Basis, Limousine, 325er, Motor M50, B25, Motor, Stock, 192 PS, Domstrebe. Einzige, was an unserem Automobil besonders ist, erwähnenswert, ST XTA. Ihr könnt Gewindefahrwerk verbauen, ihr könnt auch ein einfaches, günstiges Gewindefahrwerk nehmen. Es macht das Ganze einfacher. Ihr könnt aber natürlich auch eine stinknormale Limousine nehmen mit Serienfahrwerk, habt dann aber größere Wankbewegungen von Karosse. Also die Karosse rollt. Unter dem Boden sieht genauso aus. Ganz normale Aufhängung, originale Querlenker, originale Arme. Nichts einstellbar. Alles, was wir machen konnten, sind 1,5 mm Vorspur an der Hinterachse, Einzelspur und ungefähr 2 Grad negativen Sturz, was halt nicht geil ist, aber durch die Tieferlegung zustande kommt. Vorne haben wir 6 mm Einzelspur auf, also 12 mm minus Gesamtspur und circa 3 Grad negativen Sturz. Aber diese ganzen Themen braucht ihr erst gar nicht. Wichtig ist, dass ihr die Basis habt. Scheißegal, es ist wichtig, einen BMW mit einer Sperre oder geschweißtem Differential braucht. Das ist noch ganz wichtig, Kameraden, zu erwähnen. Sperre muss sein, ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren. In unserem Fall haben wir 45% mechanische Sperre oder 60, keine Ahnung. Irgendeine mechanische Sperre von BMW, die selten ist. Innenraum Stock. Lenkrad Stock. Airbag unwichtig. Schalthebel Stock. Handbremse braucht ihr nicht. Dieses Pedal braucht ihr auch nicht. Ihr braucht nur das und das. Alles andere wird euch in den nächsten Videos nicht interessieren. Eine Sache noch zum Osborne Fighter. Wenn ihr die Übung macht, vorne etwa 1,6 bar bis 2 bar Luftdruck kalt und an der Hinterachse 4,5 bar. Viele von euch werden sich jetzt wundern, warum wir so viel Luftdruck an der Hinterachse fahren. Ich könnte es jetzt anfangen hier zu erklären, aber es folgt in den nächsten Serien, werden wir auf das Technische eingehen. Ihr habt keinen Plan vom Technischen. Ihr werdet auch sowieso nicht sofort wissen, wie ihr das Auto so einstellt, dass das Driften euch bestmöglich fällt. Das ist auch nicht das Thema des Videos. Es wird in den nächsten Folgen kommen. Hier wollen wir die Technik lernen, wie ihr mit jedem Automobil den Drift einleiten könnt und trainieren könnt, damit ihr mit der Zeit immer besser werdet. Weiterhin, was brauchen wir noch? Platz, rechteckig idealerweise 15 Meter und so auch 15 Meter. Wenn ihr natürlich ein Vollallmann seid, nehmt am besten 20 bis 30 Meter oder 50 mal 50 Meter. Hier ist klar, wir sind in Deutschland, wenig Platz. Das ist das Mindeste, was ihr benötigt. Außerdem braucht ihr eine Pylone. Sieht so aus. So eine Pylone gibt es im Internet. Oder ihr könnt ihr an jeder Baustelle sozusagen mieten. Diese Pylone positioniert ihr genau in die Mitte von der Fläche. Da seid ihr mit eurem Automobil. Ihr fahrt mit eurem Automobil gemütlich hier an die Pylone ran. Zwischen Kotflügel und Tür ungefähr der Punkt, also die A-Säule. Schlagt die Lenkung komplett nach links ein. Beziehungsweise, wenn ihr hier steht, dann nach rechts. Also immer in die Richtung der Pylone. In unserem Fall war die Pylone auf der Fahrerseite, also links von uns aus gesehen. Ihr schlagt die Lenkung komplett nach links ein, drückt die Kupplung, dreht die Drehzahl bis circa 4.500 bis 5.000 Umdrehungen, je nachdem, was für ein Motorautomobil ihr habt. Nicht in den Drehzahlbegrenzer, weil ihr wisst, wir wollen das Driften maximal verschleißfrei, halten. Ihr lasst die Kupplung fliegen. Dann wird Folgendes passieren. Das Heck von eurem Automobil wird ausbrechen und ihr werdet anfangen, sozusagen mit Schlupf um diese Pylone zu fahren. Dann dreht sich ja die Lenkung. Dann lasst ihr die Lenkung los, ne? Und dann muss man
So wie der Rusak euch gesagt hat, ihr fahrt an die Pylone ran, ungefähr auf Kotflügelhöhe, voll links einschlagen, dann ist entscheidend Drehzahl anheben, Klatschkick machen. In dem Moment müsst ihr eigentlich nicht lenken, weil das Automobil lenkt selber. Die Reifen drehen durch, das Automobil will nach links lenken und wird dann automatisch die Lenkung nach rechts lenken. Das seht ihr jetzt. Und dann haltet ihr im gewissen Moment, wenn ihr denkt, der Winkel ist optimal, nehmt ihr das Lenkrad in die Hand und dosiert mit dem Gaspedal schön einen konstanten Drift um die Pylone. Wenn ihr euch beim ersten Mal direkt eindreht, dann probiert es direkt nochmal mit weniger Drehzahl oder ein bisschen früher das Lenkrad in die Hand nehmen und mit der Drehzahl ein wenig runtergehen. Das kann am Anfang Rumprobiererei sein, bis ihr den perfekten Moment habt. Die ersten Male, Kameraden, wird Folgendes passieren, dass ihr anfangt euch einzudrehen. Das ist ganz normal, weil ihr die Routine und ein Gefühl entwickeln müsst. Also mit eurem das hier und das hier und das hier muss miteinander komplett kooperieren und eins werden, damit ihr ein Gespür für euer Automobil entwickelt. Ideal ist, wenn ihr um diesen Punkt fahrt, ein wenig immer nachzulenken und sozusagen die Linie dem Automobil vorgeben. Dabei die Pylone, also das Ding, immer so angucken und möglichst gleichmäßigen Abstand zur Pylone halten. Wichtig dabei ist, dass ihr nicht ständig Drehzahl erhöht oder abfallen lässt. Drehzahl ungefähr, je nachdem wie viel Drehmoment und wie viel Leistung ihr habt, zwischen 4000 bis 4500. Oder wenn ihr einen drehmomentarmen Motor habt, zwischen 4500 bis 5000 Umdrehungen den Motor sozusagen Spielraum lasst. Das führt dazu, dass ihr einen konstanten Kreis um die Pylone fahrt. Andernfalls, wenn ihr runter geht auf 2500 und dann hoch auf 6000, wird Folgendes passieren, dass euer Automobil die Kreisbahnen so fährt. Ich male das einmal auf, also blau ist ideal. Das heißt, so dieser Kreis, den ihr dann mit eurem Automobil so versucht zu driften. Und wenn ihr jetzt die Drehzahl hochjagt, zum Beispiel 2500 auf 6000, macht ihr Folgendes bis jetzt einmal so, dann bis jetzt hier ran. Und dann bist jetzt da irgendwo zu Almananette in den Garten rein, weil bist jetzt untersteuern und dann bleibt in den Garten rein und dann bist jetzt. Also ihr merkt, da kommen viele neue Dinge auf euren Körper, euer Gehirn und euer Arsch. Ihr müsst Fehler machen, damit ihr versteht, was ihr falsch macht. Deswegen ist der Platz auch komplett frei von allem, also keine Fußgänger, keine PKWs, idealerweise mit eurem Nachbarn besprochen, mit euren Freunden, gehört euch. Mit der Zeit werdet ihr ein Gefühl entwickeln und idealerweise ein Drehzahlband finden, was zu eurem Automobil passt, je nach Leistung. Aber ihr seht, so Spielraum sind ungefähr immer 500 Umdrehungen. Je weniger Drehzahlsprünge ihr habt, umso genauer fahrt ihr und gleichmäßiger mit eurem Automobil hier im Kreis. Und umso weniger müsst ihr mit der Lenkung arbeiten und korrigieren. Also warum ist diese Übung wichtig und
unabdingbar, wenn du mit dem Driften startest. Die meisten gehen hin und sagen, okay, irgendwie man kann im Kreis fahren oder was weiß ich, das Problem ist, du entwickelst kein Gefühl, wenn du nicht eine konstante Übung machst. Du lernst bei dieser Übung, wann und wie viel Gas du geben musst und wann das Ganze zu viel oder zu wenig ist. Denn wenn du zu wenig Gas gibst, wird Folgendes passieren. Dein Auto fährt geradeaus. So. Oder du gibst Gas mit durchdrehenden Rädern und gehst plötzlich vom Gas ebenfalls geradeaus. Gibst du bis jetzt zu viel Gas, wird Folgendes passieren. Du gehst in Drift und drehst dich hier ein. Weil dein Heck überholt dich sozusagen. Wichtig ist auch, dass du lernst, mit der Zeit das Gefühl zu entwickeln, die Hinterreifen mit so viel Gas zu bewegen, dass dein Auto Vortrieb hat. Also durchdreht, aber dein Automobil gleichzeitig Vortrieb hat. Es darf bei diesem Vortrieb nicht zu schnell werden, aber auch nicht zu langsam. Das heißt, dass deine Räder einfach durchdrehen und innerhalb von ein paar Sekunden explodieren, so wie hier zum Beispiel. Stoßstange abgeflogen, Reifen geplatzt. Bis jetzt! Viele werden jetzt sagen, das ist ja Pillepalle damit, das ist ja ganz einfach. Probiert es aber aus. Also, was lernen wir bei dieser einfachen, in Anführungszeichen, Übung? Erstens, Drift. Ihr lernt überhaupt zum ersten Mal, euer Automobil in Drift einzuleiten. Also, was passiert überhaupt, wenn ihr seitlich fahrt? Denn normalerweise seid ihr immer vorwärts gefahren. Das heißt, automatisch hast du versucht zu verhindern, wenn du in Drift übergehst, also das Auto sozusagen auszubrechen anfängt, mit allen Mitteln gegenzuarbeiten. Das muss jetzt aufhören. Das ist die erste Phase überhaupt beim Driften, dass dein Körper sich an die Routine gewöhnt. Dass das völlig normal für dich ist, dass die Angst nicht automatisch kommt, vom Gas zu gehen. Denn du musst auf dem Gas in gewissen Situationen bleiben, aber dazu kommen wir später. Zweitens, Linie. Linie bedeutet nichts anderes, dass ihr konstant, jederzeit um diesen Kreis fahren könnt. Perfekten Abstand, gleichmäßig. Ohne zu Almanalnette in den Garten zu fahren. Denn dann ist entweder euer Automobil im besten Falle zerstört oder die Almanalnette ist empört, dass ihr Garten oder sonst was im Eimer ist. Außerdem ist es wichtig, dass Palak oder Rusak jederzeit bei euch anrufen können und ihr steht auf nachts um 3 Uhr und könnt konstant diesen Kreis hier perfekt fahren. Das heißt, Palak kann jederzeit an der Tür bei euch klingeln und wenn ihr bereit seid aufzustehen und diesen Kreis in perfekt gleichmäßigen Abstand zu fahren, gehen wir zur zweiten Übung dann über. Die folgt in den nächsten Videos, aber ihr seid noch grün, deswegen diese Übung üben, üben, üben. Drittens, und das ist das Wichtigste überhaupt. Routine ist die Sicherheit, es ist aber gleichzeitig auch euer Style, auch euer Vertrauen zu eurem Automobil und die Gleichmäßigkeit, so einen Drift machen zu können, denn es kann in der Zeit sein, dass anstelle von dieser Pylone ein geiles Raketenbahn hier steht, sieht so aus. Und das bis jetzt wollt ihr vielleicht nicht so machen. Weil dann gibt es minus eine Raketenbahn und ihr wisst, gute Raketenbahn brauchen wir. Also grundsätzlich, Kameraden, beim Lernen des Driftes, ihr braucht keine teuren Automobile. Ihr braucht nicht stundenlang Geld in euer Automobil reinzustecken oder was zu verändern, denn ihr habt noch gar keine Ahnung. Diese Videos kommen erst später. Ihr seid Anfänger, ihr wisst nicht, wie Driften geht. Ihr wisst nicht, was an eurem Automobil überhaupt verändern müsst, damit ihr das sozusagen besser driften lasst. Deswegen fangt mit jedem Cent an, in euch selbst zu investieren und euer Skill. Dann seid ihr bereit, erst die nächste Stufe mit uns gemeinsam zu gehen. Wichtig dabei ist, Leistung braucht ihr nicht. Ihr braucht nicht unzähliges an Geld ausgeben. Leistungsschwaches Automobil, 325, 328, Lexus ES 200, MX-5 und dann los geht's. Umso leichter ist es, Kameraden, später für euch, dann mit einem leistungsstärkeren Automobil, also bis jetzt so einem oder dann so einem, der sozusagen Next Level, im Drift zu bleiben oder im Drift besser zu werden. Eins ist noch ganz wichtig, Kameraden, diese Übungen würden wir euch aus eigener Erfahrung empfehlen, auf abgesperrtem Gelände, Gelände von Freunden, Verwandten, Bauern, Allmann zu machen. Denn
Es gibt sehr viele Videos, die euch sagen, okay, das ist Driften, ihr braucht nur Kupplung fliegen lassen, könnt es im Kreisel machen oder auch so. Ihr seht, endet meistens sehr teuer für euch. Im besten Fall seid ihr mit eurem Automobil komplett kaputt, denn ihr habt als Anfänger nicht die Ahnung, das Driften einzuleiten. Und wenn ihr das Driften einleitet als Anfänger, wisst ihr nicht, wie man die Linie hält. Und spätestens beim dritten Punkt, bei der Routine, wenn ihr zum Beispiel kurz untersteuert oder übersteuert, fehlt euch sozusagen die Erfahrung, dann Schlimmeres zu verhindern, also zum Beispiel mit Untersteuern geradeaus in einen Bordstein reinzurutschen und sich die ganze Aufhängung zu zerstören. Deswegen diese Übung, üben, üben, üben und dann gehen wir gemeinsam mit euch an die nächste. Uns interessiert jetzt euer Feedback, ob wir diesen Stil beibehalten sollen, euch sozusagen unsere Erfahrungen näher bringen. Und ich betone nochmal unsere Erfahrungen, denn wir kennen keinen, der sozusagen uns das so erklärt hat. Das haben wir mit der Zeit gelernt. Es kann natürlich sein, dass wir was vergessen haben. Schreibt uns. Es kann natürlich auch sein, dass ihr noch Fragen habt oder wir irgendwas explizit genau erklären müssen. Was noch viel wichtiger ist, Kameraden, für uns und für euch ist es ganz einfach, einen Klick abonnieren und Like drücken und schreibt einen Kommentar, wenn ihr das Ganze toll findet oder was wir noch vielleicht anders machen sollen. Für euch ist es ganz einfach und für uns ist das eine Steigerung des Kanals und bedeutet, dass wir im Prinzip für euch solche Videos mehr rausbringen können. Das ist Folge 1, Kameraden. Bis bald. Wir sehen uns in der nächsten Folge.